Also im Rückblick, man denkt ja dann im Alter darüber nach, habe ich mich gewundert, wie wenig mir der Unterschied ausmachte zwischen den Klassenkameraden, die zu Hause waren, die alles hatten, die ein festes Haus hatten, die Klamotten hatten, die Bücher hatten, und wir hatten nichts. Okay, das war so. Das war so. Fühlten sich da nicht irgendwie, weiß ich nicht, zurückgesetzt oder irgendwie, als ob Nee, ihnen was eigentlich fehlt mein und Ma Familienname war ein bisschen schwierig für die Aachener Mundart. Aber so, nee, also keine Minderwertigkeitsgefühle. Ja, nur alt, meistens so aus alten Soldatenklamotten irgendwas, was und Fußball auf der Straße wurde gespielt mit kleinen gefüllten Stoffbällen, die meine Mutter nähte oder sowas. In den ersten Jahren vor allen Dingen, da waren Klassenkameraden, die schliefen im Unterricht ein. Das tun sie auch heute, aber was hatten die denn gemacht? Die waren nachts über die Grenze nach Holland gegangen und hatten dort Kaffee und Schokolade rübergeholt, ein bisschen die eigene Familie, manches vielleicht auch verkauft. Also da, wieder etwas, was heute so ja, erfreulicherweise nicht mehr nötig ist.